Hallo liebe Bayern. Servus liebe Deggendorfer. Wir sind heute mit dem JU-Landesausschuss zu Gast in Deggendorf. Und wir haben heute im Großen und Ganzen drei wichtige Dinge beschlossen. Wir hatten zu Gast unseren Finanzstaatssekretär Pschiere, der mit uns über Finanzpolitik gesprochen hat. Wir als junge Generation stehen hier ganz klar an der Seite unseres bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Schuldenfreies Bayern bis 2030, das muss unser Ziel sein. Botschaft Nummer zwei, lieber Herr Ude, aus unserer Sicht darf es kein Bildungschaos in Bayern geben. Bildungschaos heißt für uns wieder zurück zum G9. Das G8, das muss sich jetzt erstmal eine Weile lang bewähren. Und Botschaft Nummer drei, wir haben auch die JU-Landesversammlung beschlossen und festgezurrt. Die soll nämlich in diesem Jahr am 14. und 15. Juli in Rosenheim und Bad Aibling stattfinden. Und jetzt komme ich zu unserem Oberbürgermeisterkandidaten für Deggendorf. Christian, wir haben uns heute offensichtlich auch schon outfit-technisch abgestimmt, lila und lila. Aber wenn es um die Abstimmung der Inhalte geht, da sind wir auch ganz vorne mit dabei. Die JU Bayern unterstützt deine Ziele für Deggendorf, die da welche sind. Natürlich hat auch Deggendorf die Aufgabe, auf den demografischen Wandel Antworten zu finden. Da wollen wir uns ja in der kommenden Zeit natürlich noch besser darauf einstellen. Und ich will Deggendorf zu der Zukunfts- und Wohlfühlstadt in der Aufsteigerregion Niederbayern machen. Liebe Christian, dann kann ich dir an der Stelle nur noch eins wünschen, nämlich dass der Wahlkampf nicht so stürmisch wird, wie es heute hier ist. Aber wir drücken dir aus Bayern natürlich ganz fest die Daumen und stehen an deiner Seite.